Juhu. Er hat noch 3. Oh, und er hat sich ein Schild gezaubert. Ist aber leider gerade durch die Ratten verblutet. Tja, so ist das eben. Leg dich halt nicht mit mir an. Alles nehmen. Ja. Noch ein bisschen mehr Papier. Da könnte man Wasser trinken, wenn man das wollte. Besorgt den Messingschlüssel. Können wir ins Computer Lab? Nö. Dafür brauchen wir den Schlüssel, okay. Welchen Schlüssel haben wir denn gerade eingesammelt? Haben wir den? Auch nicht? Das ist alles abgeschlossen hier. Haben wir denn eben nichts eingesammelt hier? Das... Ein 2H-Bleistift. Wow. Kann man noch nicht mal vernünftig bezeichnen, weil er viel zu hart ist. Hm. Nachsitzen. Ohne den Messingschlüssel kommst du nicht in den Aufenthaltsraum der Lehrer. Ah, wir brauchen... ein Gold, ein Silber und einen Messingschlüssel. Tja. Das muss doch aber auch da drin zu holen sein. Ich meine, wo denn sonst? Da kann man nicht rein. Hier ging's nicht weiter, ne? Nein. Okay, kann Kenny uns hier helfen? Begleiter befehligen. Kommt Kenny hier dran vorbei? Oh! Ach so! Super, Kenny! Aha, cool. Janitor. Da gibt's doch bestimmt einen Schlüssel. Und Eimer, die man umdrehen kann und die dann verschwinden. Das war schon alles. Hier gibt es also doch nichts. Hm. Ah ja, Moment. Ha. So, die beiden haben wir schon mal so ausgeschaltet. Es ist also gar nicht schlecht, sich mal ein bisschen vorsichtig vorzubewegen. Um vielleicht schon ein, zwei Gegner vorher ausschalten zu können. Die beiden hat's nämlich schon erlegt. Erlegt. Zerlegt, wollte ich sagen. Zack. Ein Schild weniger. Aber was macht Kenny? Kenny macht nochmal dieses lustige Rattending. Oh oh! Standing down. Aber es hat ihn wieder voll erwischt hier, das ist schön. Also der Angriff ist auf jeden Fall gut, auch wenn man dann eine Runde auf Kenny verzichten muss. Damit kommen wir ja klar. Und er kriegt echt massig Schaden dadurch. Ich gucke mal, ob ihm der Bogen irgendwas ausmacht. Ja, 3. Wow. Und da ist Kenny wieder. Oh. Perfekt. Ja, er heilt sich erstmal. Und greift dann nicht mehr an.
Ach, jetzt hat er sich schon wieder ein Schild gebaut. Aber er ist verblutet. More officers down. We're taking heavy casualties out here. Damn it, you hallway monitors need to stop playing around. He's got the brass key. He's some kind of dragonborn. Now look, this is detention time, not time to play Dungeons and Dragons. And besides, he's never gonna get inside here because to open the door you need the gold key, and the only way to get the gold key is by getting the silver key. Okay, which even if he has the brass key, he still hasn't made it past the boss level. Okay. Na, so sicher ist er sich jetzt doch nicht mehr, dass wir das hier nicht hinkriegen, ne? Haben wir den Schlüssel? Wenn wir gerade ins Inventar gucken, ich glaube, der ist da nämlich einfach hingefallen. Oder ist das einfach unter den Quests? Ah ja, okay. Da die erledigt ist. Achso, ich habe hier gerade noch, ne? Können wir hier schon wieder was machen? Nein. Inventar. Ich habe hier gerade gesehen, dass wir einen neuen Bogen haben, nämlich einen Völkerball, der dann mehr Schaden verursacht. Jetzt sind wir endlich diesen blöden Bogen los, der ja nun wirklich so gut wie gar keinen Schaden mehr gemacht hat. Oh, da ist ein verrottetes... hier kommen wir nicht rein. Kommen wir jetzt hier rein? Ja, da kommen wir jetzt rein. Oh! So, zuerst mal wackelt da hinten was, hat uns aber nichts gebracht. Da haben wir einen erledigt, jetzt könnten wir den mit den Büchern erledigen, das haben wir aber leider schon zu früh gemacht. Gucken wir mal hier sonst noch irgendwie was. So, und jetzt müssen wir hier vor unseren Drachenfurz machen, würde ich sagen. Drachenschrei, Entschuldigung. Wie ging das denn nochmal? Ach ja, so. Aber das ist die falsche Richtung. Und damit haben wir die beiden dann auch schon direkt besiegt. Wir müssen gar nicht so viel kämpfen, wie man ich am Anfang dachte. Was natürlich ziemlich cool ist. Ein neuer Kampf beginnt. Ich probiere mal meinen Völkerball aus. Hä? Warum hat er das nicht gemacht? Hm, naja. Ah! Oh, jetzt hat er uns geschwächt, indem er uns angewidert hat. Aber da er ein Schild dabei hat, müssen wir ihm erstmal die Schilde zerschlagen. Das war nicht so perfekt. Und nochmal. Ich überlege, was ich anfänglich für Schwierigkeiten mit den Kämpfen hatte. Es geht ja jetzt mittlerweile echt. Perfekt. Njom, njom, njom. Aber er blutet ja noch. Das reicht. Mir. Bam. Jetzt hat er sich ein Schild geholt, wird aber gleich wieder bluten müssen. Ah. Ist das Inventar eigentlich voll? Ich glaube schon, ne? Filzstifte. Kann Kenny dem helfen oder was? Warum meckert er so viel? Ah ja, hier. Mhm. Mhm.
Vielleicht muss ich natürlich jetzt auch bei der Gruppe Kyle. Butters. Ich sag die ganze Zeit Kyle. Aber Butters kann ja heilen. Okay, nein, kann er nicht. Quests. Nachsitzen. Jetzt müssen wir noch in das Büro. Dann nehme ich wieder. Ich nehme wieder Kenny mit. Schließen. Da ist Kenny. So. Was hat denn das jetzt gebracht, dass wir hier drin waren eigentlich? Cafeteria. Da können wir nicht rein. Können wir hier rein? Nein. Dafür brauchen wir den Schlüssel. Und auch hier brauchen wir den Goldschlüssel. Wo müssen wir denn jetzt weitergehen? Wenn es da keinen Schlüssel zu... Basement? Da nicht? Achso. Ja, Tränke haben wir nicht. Nochmal. Wo und was machen wir jetzt? Die Türen zur Cafeteria sind fest verschlossen. Den Goldschlüssel. Du kannst Mackeys Büro nicht betreten, bevor du nicht den Silberschlüssel für das Schloss gefunden hast. Hier muss doch aber noch irgendwas sein, wenn... Können wir hier nicht völlig umsonst dran gewesen sein? Der Kleidungsfetzen wird uns jetzt auch nicht großartig weiterbringen. Warum ist denn hier dieses Zeichen? Können wir... Da ist ein Zeichen. Aber worauf zeigt das? Hier zeigt ein Pfeil hin. Was sagt er uns? Ich hole mir mal gerade nochmal den anderen Begleiter hier. Den Butters. Ah, das wollte ich doch vorhin. So nämlich. Dann war mein Gedanke ja nicht falsch. Wir haben es einfach nur nicht richtig gemacht. Jetzt haben wir den Silberschlüssel. Perfekt. Gehen wir mal weiter. Und jetzt können wir nämlich... Hier rein. Hallo. Oh, hier wartet gar keiner auf uns. Wie kommt das denn? Da oben ist der Schlüssel. Umschalten auf Schießen. Und da ist der Schlüssel. Tada! Befreit die Kinder der Cafeteria. Das machen wir. Intruder. Oh. Where's your hall pass? No hall pass? Then it's time to write you a referral. Oh yeah, that's the boss. Good luck fighting the boss, okay? You still think this is a game, young man? Deadly Fourth is authorized.
Könnte sein, dass die vielleicht stark sind, ne? Gegen so viele haben wir auch schon lange nicht mehr gekämpft. Oh ja, der sieht auch irgendwie schon stark aus. Verzauberung. Wir können jetzt erstmal einen verzaubern vielleicht. Hahaha. Jetzt sind wir nämlich nochmal dran. Und jetzt benutzen wir den tollen Rattenzauber von Kenny. Oh oh, jetzt kommt der Rotschopf. Lass mich. Ha. Idiot. Nix kannst du. Boah, die bluten alle. Das ist ja geil. Das fällt mir gerade erst auf. Was hat er jetzt gemacht? Ah, wir können den Drachenschreimer machen. Dafür brauchen wir aber mehr Mana. Haben wir irgendwo noch... Wir haben doch einen Mana-Trank, ne? Da. Gegenstand. Jetzt haben wir einen Blumenkohl gegessen. Der bringt uns Mana. Halte die rechte Maustaste gedrückt. Oh, die essen alle, damit das Bluten aufhört. Roter Tod von oben. Haha, dem geht's glaube ich nicht so gut hier. Time you learned your lesson.